So, Ladies and Gentlemen, es ist ein bisschen windig, aber ich begrüße euch herzlich bei einem neuen Video aus Köln, denn wir sind heute bei Inchi, ja? Die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen ganz genau, dass ich ein riesengroßer Fisch-Fan bin und erst recht von diesem Laden hier. Wir sind heute bei Inchi in Köln und werden auf jeden Fall jetzt erstmal was Schönes essen gehen. Ich zeige euch ein bisschen den Laden, kommt rein. Boah, Bruder, es ist wieder rappelvoll, ne? Der Laden ist immer voll. Der Laden ist immer voll, komm. Wow. Wie geht's dir, mein Bruder? Alles gut? Wie geht's dir, Bruder? Bestens, Bruder. Ist das okay, wenn wir ein Video drehen? Natürlich. Sehr schön. Wir wollen heute wunderschönen Fisch essen. Ich freue mich drauf. Ich habe einen schönen Tisch vorbereitet. Ja? Sehr gut. Let's go, Leute. Hier, zeig mal das hier, Bruder. Guckt euch das mal an. So werdet ihr hier empfangen, Leute. Was werden wir gleich essen? So, perfekt, Ivo, ich danke dir. Bruder, ich würde mal sagen, wir lassen uns einfach überraschen, Bruder. Du weißt ja, was ich mag. Wir brauchen auf jeden Fall Fisch. Mach uns was Schönes fertig. Nicht zu viel, Bruder. Nicht zu viel, so dass für zwei Personen reicht. Oder er will sowieso, er mag ja keinen Fisch. Mach für mich eine schöne Portion von jedem etwas. Mach mal ruhig gemischt, Bruder. Mach ein bisschen Steak, ganz normales Fleisch und mach ruhig ein bisschen Fisch. Ein bisschen Fisch und Beef. Okay, geil. Garnelen-Tonschale ist fertig. Kann serviert werden. Und hier haben wir einen schönen Rucola-Cheese-Salat. Ist bei uns sehr begehrt. Guckt euch das mal an, Leute. Die Soßen sind so krass. Der Salat hier schmeckt 1A, ne? Aber wir wollen ja heute alles aufs Neue bewerten. So, Leute, das ist das Beste vom Besten. Muscheln. Muscheln sind auf Izmir. Bisschen Zitrone. Und dann rein damit. So lecker, Bruder. Du weißt, ich habe dir ja schon erzählt, mein Vater ist ja auch ein großer Fischfan. Wenn er das hier wieder sehen würde, ne? Er würde mich verfluchen. Also man braucht nicht mehr in die Türkei zu fliegen. Füll mal aus dem Fenster. Leute, hier ist im Sommer. Es ist auch so geil. Man sitzt hier direkt am Rhein. Ne? Man hat den mega geilen Ausblick. Ja, jetzt gerade ist halt das Wetter ein bisschen beschissen. Aber wir sitzen hier im Warmen und trotzdem am Fenster und können hier die Aussicht genießen. Und ich würde mal sagen, so langsam fangen wir mit der Vorspeise an. Essen ein bisschen und dann gehen wir wieder zurück in die Küche zu Ivo. So, dann probieren wir jetzt erstmal den Salat. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommt, Leute, aber ehrlich. Dieser Salat hier, der ist ein bisschen anders. Das heißt ein bisschen anders. Das ist Next Level. Das ist echt Next Level. So, Leute. Ein bisschen Zitrone haben wir auch drauf gemacht. Oder unglaublich, ne? Unglaublich, wie eine Vorspeise schmecken kann. Ey, Leute. Diese Soße hier, ne? Tomaten-Knoblauchsoße, ne? Soja. Ihr nehmt euch eine Muschel. Ihr macht das Ding auf. So. Warte. Dann macht ihr ein bisschen so. Und das Ding. Bruder. 1A. Das Ding ist, der Typ hinter der Kamera hier, der ist ein bisschen komisch, Leute. Der zum Beispiel mag gar keinen Fisch. Aber ich sag Ihnen immer, Bruder, Leute, die Ahnung haben vom Leben, die essen Fisch. Oder nicht? Wie oft ich hier bin? Also immer, wenn ich in Köln bin. Immer, wenn ich hier in Köln bin oder in der Nähe, rufe ich Ivo und ich sag, ey, Bruder, ich muss heute vorbeikommen. Das Ding ist, es ist sehr schade, Leute, weil mein Vater ist wirklich extrem krasser Fischliebhaber. Und es kam halt nie dazu, dass ich jemanden mit hier hingenommen habe, aber es wird auf jeden Fall noch vorkommen. Immer wenn mein Vater mich sieht, ne, mit meinen Snaps und so, dass ich hier esse, dann dreht er mal komplett durch, Alter. Sagt der Junge, warum hast du mich nicht mitgenommen, dies und das. Baba, falls du das siehst, Baba, das nächste Mal kommst du mit.
Wow. Die Garnelen sind auch 1A, Bruder. Brutal. Lass uns mal die Dips probieren. Dieser pinke Dip hier. Den kennen sehr viele von euch eigentlich. Der ist in der Türkei sehr bekannt. Macht er immer so mit einer Garnele. Wow. Boah, Bruder. Ein Augenschmaus, Bruder. Also Vorspeise, wenn wir das Ganze hier irgendwie bewerten sollten. Ich schwöre auf alles, eigentlich 10 von 10, Bruder, ehrlich. Eine 10 von 10, Bruder. Muscheln, brutaler Salat. Wir haben Dips, wir haben Garnelen und wir haben brutale Soßen, ne? Wirklich. So schmackhafte Soßen, Bruder, das geht runter wie Wasser, ne? Ribo, weißt du, was ich bei euch auch richtig geil finde? Handschuhe. Danke sehr, danke. Ich schwöre, Handschuhe, Leute. Man trägt die Handschuhe beim Essen. Ich finde das auch wichtig wegen Fischgeruch und so, weißt du? Auf jeden Fall. Manche mögen den Geruch nicht. Nach dem Essen ist das ein bisschen unangenehm. Also generell empfehle ich immer, auch wenn man keine Handschuhe anzieht, dass man nach dem Essen innerhalb von 10 Minuten die Hände waschen soll. Ja, ja, normal. Ansonsten haftet das den ganzen Tag. Ja. Ich mache das auch immer mit Zitrone und so. Genau, genau, genau. Schaut euch das an, Leute. Man so. Hat ein Urlaubserlebnis, ne? Ich schwöre, Bruder, ich bin so gerne hier. Ich habe das schon gerade in die Kamera gesagt. Ich bin so gerne hier. Und das sage ich nicht, weil ich dich mag, Ibo. Dankeschön, dankeschön. Ja, nee, ich bin immer ehrlich, Bruder. Die Leute, die mich da draußen kennen, die wissen, dass ich immer ehrlich bin. Wenn ich sage, das Essen schmeckt nicht, dann schmeckt nicht, Bruder. Danke sehr, danke sehr. Also wir sind für jede Meinung offen. Also wir nehmen Kritik auf. Kritik ist für uns wirklich sehr wichtig. Das, was wir besser machen können, das, was wir verbessern machen können, das machen wir. Wir haben teilweise die Menükarte schon sehr umstrukturiert, haben wir ein bisschen kleiner gemacht, aber dafür qualitativ besser und... Das Ding ist, Leute, man muss auch sagen, ich bin ja schon sehr oft hier gewesen, ne? Und auch schon wirklich zu einer Zeit, wo das auch noch so ein bisschen neu war alles, auch so genau, der ganze genau. TikTok-Trend und so. Da war ja wirklich euer Trendsetter war ja wirklich so diese Tüten und so, ne? Genau. Wir müssen uns bestimmt später auch vorbereiten, ne? Mhm. Ja, genau. Aber mittlerweile, Leute, haben die wirklich auf der Speisekarte so Riesengambas und was habt ihr da noch so drauf geplant? Wir haben Snow Crab, Königskrabbe. Genau, die habe ich doch auch letztens genau. gegessen. Genau, ne? Wir haben Langustenschwänze, wir haben Hummer, kleine Hummer, große Hummer. Also wir versuchen immer das aufzustocken mit etwas Neuem. Demnächst kommt auch Gambas Burger. Geil. Haben wir uns vorgestellt. Noch nie gehört. Wir sind noch am Probieren. Ich wollte dir eigentlich heute schon eins vorbereiten, aber... Wenn, dann muss 100% genau, sein. Genau. Ne? Ihr müsst euch unbedingt mal deren TikTok-Seite reinziehen. Die haben da manchmal so geile Videos drauf. Also wirklich, hier war schon auch jeder Essen, ne? Jeder TikToker, so viele Rapper. Das ist unglaublich, Leute. Ich bin auch wirklich auf diesen Laden aufmerksam geworden durch TikTok. Durch diesen Trend mit diesen Tüten und so. Das kennen so viele von euch da draußen bestimmt. Und seitdem ich hier bin, ich schwöre, riesen Inchi-Fan. Hier muss eigentlich ein Bild von mir bald hängen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich esse hier noch ganz in Ruhe meine Vorspeise zu Ende. Und du gehst rüber zu Ibe in die Küche und bereitet die Hauptspeise vor. Deswegen, Leute, ich esse hier noch ganz in Ruhe zu Ende. Und wir sehen uns gleich bei der Hauptspeise. Aber die Vorspeise hat von mir wirklich eine 10 von 10 verdient. Aber glaub mir, freut euch auf die Hauptspeise, Leute. Bis gleich. Hier haben wir senegalesische Riesengambas, Wildfang, sehr, sehr lecker. Hier haben wir argentinische Garnelen, Black Tiger. Die Garnelen sind schon ein bisschen aufgekocht und jetzt machen wir die schön knusprig. Das ist unsere Knoblauchsoße mit Petersilie. Nur noch ein bisschen Pfeffer. Ich bin so gerne hier. Ich schwöre, ich bin so gerne hier. Und ich kann euch das nur ans Herz legen, wenn ihr mal in der Nähe von Köln seid. Das ist, also der Laden ist genau in Köln-Porz. Da kommt ihr hin und isst was. Vertraut mir.
Meine Lieblingssoße, Leute, ganz wichtig. Oh, Bruder, was ist das denn? Das sind senegalesische Riesengambas. Guckt euch das mal an, Leute. Die sind ja immer noch am Brutzeln, Alter. Wow, ich finde die Schwellen sogar besser als die kleinen. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Wildfang ist immer ein Unterschied zur Zucht. Ich zeige euch jetzt mal, wie man einen Hummer schön aufmacht. Am Gelenk aufbrechen. Okay. Den Daumen abreißen. Okay. Und dann hier ungefähr den Knacks unterdrücken. Man ist das Fleisch da drinnen, ne? Genau. Dann müsste er von alleine raus switchen. Geil. Geil. Sehr. Was wir in der Seafood drin haben, da haben wir hier Blutkrebsscheren, argentinische Garnelen, Flusskrebse. Das ist Mr. Krebs. Normale Garnelen, geschälte, Calamari, das sind Venezuela, grüne, okay. Miesmuscheln, die kann man halt so. Haben wir hier normale Miesmuscheln, haben wir Mais, Digga, Mais auch, Hammer. Und Bratkartoffeln. Wir waren auf jeden Fall die Ersten in Deutschland. Natürlich gab es Restaurant, gibt es Restaurant. Wir haben das Konzept nicht erfunden. Wir haben es auch von den Amis gesehen, wie auch manch andere Konzepte. Aber das umgesetzt in Deutschland waren wir die Ersten. Das stimmt. Ich schwöre. Wir waren die Ersten, bei denen ich das gesehen habe. Also auf Social Media auf jeden Fall. Hier haben wir noch den Hummer-Schwanz. Die sind bei uns teilweise schon fast offen. Braucht man kaum nichts mehr zu machen. Der kommt schon von alleine raus. Geil. Hast du Glück, der hat ein bisschen Kaviar mitgebracht. Das ist Kaviar? Genau. Krass, Mann. Einmal rein? Genau. Wir haben hier nochmal. Wir haben wenig Fleischgerichte, dafür aber sehr zart, sehr saftig. Das Gute daran ist, dass man sich die eigene Garstufe einstellen kann. Ich muss jetzt ein Stück probieren. Das ist auch ein bisschen im Trend, also dieses Fisch und Beef mischen, ist auch sehr beliebt. Hier, ich gebe dir das Messer. So Leute, das ist Steak. Da. Diese Kombi mit dieser Soße ist immer sensationell. Also die Soße kann man für beides benutzen. Wow. Unglaublich, ich schwöre. Danke sehr. Unglaublich. Was ich auch immer so geil finde, so diese Nebenspeisen bei euch, so, weißt du? Bratkartoffeln. Die werden frittiert. Hammer. Mit Öl, Gewürz. Ich schwöre, Salzen. Leute, die sind auch so geil, ne? Aber so nebenbei. Wir haben Gemüse als Beilage, wir haben Pommes als Beilage, wir haben Reis als Beilage. Kann man sich gerne aussuchen. So, Kopf ist, erstmal Kopf ist ab, ne? Genau, erstmal Kopf aufmachen. Kopf ab. So, Schwanz ab. Einmal Kopf ab. Wir fangen bei den Beinen an. Die Beine einfach wegdrücken. Und dann kommt er auch schon von alleine raus. Wenn man Heißhunger hat, ist das... Schnell dabei. Ich bin noch bei der Hälfte. Meine selbstgeschälte Garnele, ne? So. Ich helfe dir. Hast du das schon probiert? Das ist Blutkrebsscheren. Okay. Das hat eine ganz andere Konsistenz als Hummer. So. Jetzt
Das musst du aber so fühlen. Kann sein, dass da ein Stück Knochen drin ist? Mhm. Boah, geil. Intensiv, ne? Richtig intensiv. Hammer. Das ist geil, Bruder. Die Leute stellen mir oft die Frage, was kostet so eine Tüte? Also eine Tüte Seafood Boil, ja, gibt es ein Kilo und ein halbes Kilo. Ein Kilo kostet 39,90. Wir haben Donnerstags Seafood Day. Ah, da kostet es 29,90. Aber ein Kilo, Leute, ne? Ein Kilo. Kann man zu zweit essen. Kann man schon zu zweit essen, ja. Wir haben Mittwoch Gambastag. Da kosten die Garnelen statt 39,90 kosten die 29,90. Und Dienstag haben wir Muscheltag. Da kostet ein Kilo Muschel mit Reisfüllung, also Midye. Genau dasselbe. Ich muss sagen, ist auch viel Schale mit dabei. Ist normal. Das ist bei Fisch normal. Aber so lecker, Alter. So, Leute, eine Sache muss ich noch vor Kamera probieren. Das ist der Maiskolben hier. Geil. Da fehlt ein bisschen Salz, aber ist geil. Die Hauptspeise hat noch nicht gereicht, ha. Ich war von der Vorspeise schon satt. Hauptspeise hat mich gekillt. Was machen wir jetzt? Das, wir haben Halva. Das ist selbstgemacht, ist bei uns sehr begehrt. Hammer, Alter. Das ist schon halb Kuchen, halb Brownie. Auch Bruder, sehr, sehr lecker. Mit Schokokuchen hast du mich, Bruder. Also mit Schokokuchen, Bruder. Ich kann so sauer sein, wie du willst, Bruder, auf dich. Ne? Ja, ne, wenn wir Streit haben, egal was. Wenn du mich mit deinen Schokokuchen überraschst, wir sind wieder beste Freunde. Wow, geil. Probier mal. Schön, hammer geil. So, Leute, ich würde mal sagen, wir haben gut gegessen. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Ich bedanke mich herzlich bei Ibo. Ich danke dir, Bruder. Check auf jeden Fall Inchi ab. Und ich würde mal sagen, wir gehen dann raus und machen draußen eine schöne Resonanz über den Laden. Ne? Jetzt müssen wir sagen, ob das gut oder schlecht war. Ich bin für alles offen. Die Antwort oder die Antwort auf deinen Laden siehst du dann im Video, wenn alles hochgeladen wird. Das, was du sagst, und das nehme ich auf die Waage. Und ich muss auch ehrlich sein. Ne? Ich muss dann auch auf ehrlich jeden Fall, sein. Das will ich auch. Okay, super. Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich draußen. Wir trinken unseren Tee noch hier aus und dann würde ich mal sagen, Heimreise, ne? So, Ladies and Gentlemen, wir waren wirklich super essen. Ich bin mehr als nur voll, Alter. Der Ibo hat mir hier noch ein kleines Andenken für Papa geschenkt. Riesengarnelen, ja? 4 Riesengarnelen. Papa wird sich auf jeden Fall freuen. Wir müssen jetzt ein Fazit abgeben und ich sage euch ehrlich, ich war ja jetzt nicht das erste Mal da, aber ich habe das wirklich jetzt das erste Mal komplett gefilmt, von Vorspeise bis hin zum Nachtisch mit Tee und dies und das und drum. Service super. Die Küche ist super. Es ist so schmackhaft, es ist so lecker. Ich könnte nicht mal irgendwas bemängeln. Wenn ich etwas bemängeln, dann könnte ich nur diesen Maiskolben, dass er ein bisschen Salz gefehlt hat. Weißt du, ich meine, ich würde sagen, Bruder, es ist für mich keine 10 von 10, aber es ist eine 9,8 oder 9,9 von mir aus. Weißt du, was ich meine? Also, es geht bestimmt wirklich noch krasser, aber ich sag dir ehrlich, wenn es um Fisch geht, Inchi, Bruder, Inchi. An dieser Stelle, der Laden kriegt von mir eine 9,99999 Bewertung und wir fahren jetzt nach Hause, Leute. Wir haben jetzt noch 2,5 Stunden Weg nach Hause und danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video ein Like, kommentiert das Video, vielleicht schreibt ihr mal rein, ey, wo es bessere Restaurants gibt, wo ihr sagt, ey, da musst du auch mal unbedingt essen gehen. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare, wie ihr das Video fandet und an dieser Stelle, Leute, wir sind raus. Haut rein, ciao, ciao.